Willkommen zurück! Im ersten Teil des Videos waren wir an der FSU. Jetzt sind wir hier an der EAH und stellen euch auch hier ein paar Fragen zu eurem Studium. Welcome back! In the first video we were at FSU, now we're here at EAH to ask you some questions about your university as well. Stay tuned! Viel Spaß! Los geht's! Do you know that there's another university in town? Yes, we do. Okay. Did you know that? Also es gibt ja mehrere Universitäten hier, Friedrich-Schiller-Universität und ja, also Richtung Zentrum, Paradies. Also da gab es schon welche, die ich kannte. Wusstest du, dass es neben der Hochschule auch noch eine Universität hier in Jena gibt? Ja. Wusstest du das auch, bevor du hier angefangen hast zu studieren? Ja. Ja, es gibt auch andere Universitäten, FSU, Friedrich-Schiller-Universität. Okay. Was denkst du, ist besser an der Universität? Ich denke mal so, an der Universität ist es halt immer sehr fachspezifisch, was man hat. Weil an der Universität ist eher mehr nur die Theorie, die gelehrt wird. Und an der Praxis, also in der FH, was wir hier haben, ist eher die Theorie sowie die Praxis das Wichtige daran. Also es hat eben hier für uns in der FH einen ganz guten Mittelweg zwischen Praxis und Theorie. Es gibt viel Scientific Fachbereich. Ich studiere Mechatronik. Was denkst du, ist besser an der Hochschule hier als an der Universität? Ich glaube, so die Zeiteinteilung. Also das Studium ist flexibler, man hat ein bisschen mehr Freizeitgestaltung und kann hier auch noch ein paar Angebote nutzen. Und wenn du die Hochschule in einem Wort beschreiben müsstest, was wäre das für ein Wort? Gute Frage. Zu viel. Nee, das ist stressig. Erstmal. Practical. Practical. Okay. Lehrreich. What does this university means to you and your future? To use an very well sorted education system. Ja, das ist erstmal so ein Sprungbrett, um erstmal irgendwie eine Arbeit zu haben, also generell gute Fachkenntnisse zu erwerben, viel Theorie zu erwerben, viel Praxis zu erwerben, viele Kenntnisse zu haben für die Arbeit im späteren Leben. Und deswegen denke ich mal, Universität oder FH, je nachdem, sind schon wichtig für das zukünftige Leben oder das zukünftige Berufsleben. Okay, dankeschön. Bitteschön. Okay, perfekt. Ja, das war's schon. Vielen Dank. Gerne.